Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video hier aus der Motormafia. Heute ist wieder Mittwoch, Erklärbär-Mittwoch. Anders als sonst, denn wir gehen direkt mit einem verheerenden Motorschaden und einer großen Scheiße in dieses Video rein. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Wie gerade schon erwähnt, werden wir dieses Video heute mal ein kleines bisschen anders beginnen. Denn wir haben hier wirklich einen Schaden. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, wie viele Superlativen ich hier auspacken soll. Also wenn man denkt, dass Audi A6-Kollege hier drüben schon so ein Thema war, wo ich sage, das habe ich in 20 Jahren noch nie erlebt, kann ich euch sagen, werde ich wahrscheinlich dem ganzen Thema jetzt noch einmal in anderer Form die Krone aufsetzen können. Leute, wie ihr seht, haben wir hier einen Audi S3 Motor bzw. ein 4-Zylinder, 2-Liter TFSI-Motor der ersten Generation EA113, das heißt Zahnriemenmotor außen Audi S3, verbaut in, also Grundmotor EA113, verbaut in Golf 5, Golf 6 Edition 35, Audi A3, S3, in, ich glaube, A4 war er noch mit drin. Also schon so ein Motor, der in ganz, ganz vielen Bereichen verbaut ist. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen. Ein paar Kleinigkeiten würde ich euch gern schon mal zeigen wollen. Ich hoffe mal, dass man das sehen kann. Zum einen, denke, das kann man ganz gut erkennen, geschrottete Nockenwelle. Wir haben einen angeblich bearbeiteten Motorblock. Kann man das erkennen? Na ja, einigermaßen. Ja, Auto ist 2000 Kilometer gelaufen, 2 bis 3000 Kilometer, genaue Kilometerlaufleistung habe ich jetzt nicht. Wir haben hier ein grandioses Tuning verbaut mit X-Schaftbläue, mit Schmiedekolben und ja, also nur um das schon mal so ein kleines bisschen reinzuholen, das Thema, was uns hier erwartet, das wird wild. Das wird ganz schön wild, denn ich kann da nicht zu viel vorweg sagen. Wir warten jetzt aktuell noch auf ein bisschen Zuarbeit vom Kunden. Wir sind jetzt hier noch ein kleines bisschen in der Recherche, was hier wirklich wie tatsächlich abgelaufen ist. Aber ich kann euch sagen, hier koche ich innerlich. Also, ich kann euch sagen, hier wird euch wahrscheinlich die nächste große Videoreihe erwarten, um das einfach mal schon so ein bisschen reinzuheben. Denn um dieses Thema hier wirklich komplett aufzurollen, denke ich, werden wir wahrscheinlich nicht nur mit einem Video hinkommen. Ich kann schon mal so viel vorab sagen, 15.000 Euro versenkt, 2 Motorrevisionen innerhalb von 5.000 Kilometern und das Resultat habt ihr gerade gesehen. Wichtig, ich sage es schon mal vorab, wenn das Video kommt, und das wird sehr wahrscheinlich kommen, das kommt definitiv, werde euch aber nach 1 bis 2 Wochen gedulden müssen. Bitte bedenkt immer eins, es geht nicht darum, jemanden an Pranger zu stellen, sondern es geht immer um die Sache an sich. Ja, um die Sache, um den Sachverhalt, wie sowas abgelaufen ist, warum sowas passieren kann und was ihr vielleicht auch vermeiden könnt, damit euch sowas nie widerfährt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das auf jeden Fall schon mal vorab. Und ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal in die Kommentare zu den letzten 3 Videos, weil das ist nämlich tatsächlich eine schöne Sache im Gegensatz zu diesem Audi S3. Und die letzten 3 Videos waren für die fleißigen Zuschauer unter euch, die USA-Videoreihe hat begonnen, die ersten Teile sind gelaufen. Leider Gottes tatsächlich, das muss man auch sagen, leider Gottes tatsächlich nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Ich denke aber, dass wir tatsächlich auch wahrscheinlich schon erörtert haben, wieso, weshalb, warum das so ist. Denn scheinbar schlägt YouTube die Videos so vielen Leuten nie vor, was echt schade ist. Also für diejenigen, die die USA-Videos noch nie geguckt haben, schaut gerne mal bei uns auf dem Kanal vorbei. Da gibt's die Playlist USA 2023 heißt die, glaube ich. Da ist LA mit dabei, da ist Las Vegas mit dabei und ich kann euch sagen, auf jeden Fall, Unterhaltungsfaktor ist zu 100% gegeben mit dem Kollegen von Haarspeed zusammen und natürlich mit dem Paul und der Robert war auch noch mit dabei. Ja, also die Thumbnails könnten wir jetzt hier oben noch mal einblenden und ich kann euch sagen, jetzt muss ich erstmal raus, weil hier drin ist es natürlich laut. Ja, also in den nächsten 2 Tagen kommen dann sozusagen noch Videos Donnerstag und Freitag. Das sind eigentlich schon so die Schmankerl für diejenigen, die sich jetzt gedacht haben, krass, die Videos waren jetzt schon geil. Wartet ab, Donnerstag, Freitag werden nochmal richtige Brecher mit wirklich Action vor Ort, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. So, nochmal ganz kurz hier vielleicht für euch, wer es noch nie gesehen hat. Unser 8er, ja. Seht ihr am Sonntag. Und das ist tatsächlich der besagte Audi S3. Ich guck mal hinten mit drauf.
recht auffällige Folierung. Aber ja, also der S3, nee, das wird auf jeden Fall ganz spektakulär, was dort passiert. Gut, ich würde jetzt mal in die Kommentare reinspringen. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Video, welches am Sonntag gelaufen ist. Mika Schwarz 9625 schreibt, ich mag eure Videos. Weihnachtsmarkt gestern war auch mega. War schön, mal in der Werkstatt auf dem Sofa zu sitzen und euch mal zuzusehen. Ihr seid echt eine Familie. Ja, tatsächlich, also würde ich so unterschreiben. Ich glaube, wir sind tatsächlich ein sehr, 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 sehr gutes Team. Das kann ich so sagen an der Stelle, ne? Und vielen, vielen Dank. Ja, Weihnachtsmarkt fand ich übrigens auch schön. War natürlich auch ein absolutes Highlight, dass wir das noch hingekriegt haben, dass die Container noch rechtzeitig gekommen sind, dass wir das Auto hier oben noch draufstellen konnten, den Hof schön schmücken konnten. Das war schon, kann ich euch sagen, das war auch für mich ein absolutes Highlight. Schwarzer 2005 schreibt, den Auspuff vom Mustang nachbauen wahrscheinlich, dann Attacke durch Dresden, dann bekommt der Herr G. bei der Kontrolle so richtig Schnappatmung. Da kann ich mir vorstellen, dass der Schnappatmung bekommt. Ja, das ist aber auch so, ein lauter Auspuff ist natürlich auch, ist schon gefährlich. Für Leib und Leben, das muss man aber einfach sagen. Wenn ich da hier so ein Lambo durch Dresden fahren sehe oder ein Ferrari, das ist, da kann ich nachts nie schlafen. Das muss man ganz klar sagen. Bei der Lautstärke nie feierlich. Ironie Ende. Was soll ich dazu sagen? Mir würde es gefallen, wenn wir es hier machen könnten. Ich bin ganz offen und ehrlich. Mir würde es auch gefallen, wenn wir das Thema Tuning einfach ein Stück aufweichen könnten, wenn ich den Wunsch äußern darf. Weil, also ich bin bei euch, ich habe viele Kommentare auch gelesen, da ging es auch um das Thema Sicherheit. Und da haben auch ein, zwei Leute geschrieben, hey, pass mal auf, so das TÜV-Thema bei uns, das ist schon wichtig. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil wir brauchen das. Und wir sehen das ja bei uns tagtäglich in der Werkstatt, was teilweise für Autos draußen mit welchen Mängeln unterwegs sind. Das ist schon wichtig und das ist auch richtig. Und auch das Thema Abnahme ist wichtig, gar keine Frage. Aber, und dann nehme ich als erstes gleich wieder gern das Beispiel mit dem Auspuff. Ich bezweifle, dass dort Gefahr für Leib und Leben besteht. Das muss man einfach sagen. Sicherlich gibt es vielleicht den einen, der sich gestört fühlt, dass dort oben oder auf der Straße unten jemand, ne, wenn wir uns jetzt mal dort hinterdrehen und die Häuser dort hinten sehen. Ne, und da haben wir Balkons und das ist so alles in Ordnung. Und da stört sich bestimmt auch irgendeiner dran, wenn dort ein lautes Auto vorbeifährt. Aber ich muss euch ehrlich auch sagen, ich störe mich auch massiv daran, dass sich Leute auf die Straße kleben und der Meinung sind, ihrem Interessen dort in irgendeiner Art und Weise kundzutun. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich dann mit einem zu lauten Auspuff angehalten wäre, ja, also was ist jetzt nie passiert, aber wenn es so wäre, mir die Plakette vom Auto von meinem Eigentum abgekratzt wird, das Auto beschlagnahmt wird und, da gibt es ja ganz, ganz viele wilde Geschichten, dann habe ich das Gefühl, dass dort sicherlich irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich bin schon der Meinung, dass wir Rücksicht nehmen sollten auf die Interessen aller, aber nee, uns als Randgruppe, also uns als Autobegeisterte, als Tuner, als Randgruppe abstellen sollten. Finde ich falsch, finde ich nicht in Ordnung. Und ich kann euch sagen, gerade mit diesem Thema, ne, gerade mit diesem Thema kann ich euch sagen, das ist kein Zuckerschlecken mehr und das ist kein Spaß mehr, irgendwie in Deutschland irgendwas legal auf die Straße zu bringen. Egal, ich rede mich in Rage, ihr merkt es schon wieder. Ich, ja, kurzum, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Punkt aus Ende. Ne? Stefan L9628 schreibt, sag mal, wie heißt das Fahrgestell bei 1127? Nicht schlecht. Der erste schreibt drunter McLaren 27S oder 57S. Der nächste Kollege schreibt dann drunter, er meinte wohl 2 bis 3 Sekunden vorher. Ich weiß genau, worum es geht. Da hat mein Pauli sich natürlich mit der Kamera auch wieder des Todes ausgetobt und hat sich natürlich dort absolut Mühe gegeben. Für euch natürlich eben auch das ein oder andere Gestell mit abzufilmen. Ja, ich denke, da war der Paul auch genau der richtige Mann. Der hat natürlich eben auch Erfahrung und den richtigen Blick dafür. Da muss man auch schon sagen, hat er gut gemacht. Ne? Ihr könnt mir trotzdem auch gerne mal ein kleines Feedback da lassen. Wie fandet ihr die USA-Videos bis jetzt? Plus das, was noch kommt, das wisst ihr ja noch nicht. Aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dass wir natürlich auch mal so ein bisschen Feedback bekommen, weil das ist natürlich schon für viele, die unserem Kanal folgen, ist das natürlich artfremder Content. Ne? Ihr seid viel Technik gewohnt, aber ich habe euch ja zur Mitte des Jahres auch in dem einen oder anderen Video schon gesagt, das wird sich bei uns auch ein bisschen was umstellen. Gerade, dass wir für euch auch ein bisschen mehr Unterhaltung mit in der ganzen Thematik mitbringen, dass das Leben auch nicht nur aus
heiße besteht, sondern eben auch, es gibt schöne Seiten im Leben. Und ich mag auch die schönen Seiten im Leben und ich möchte euch auch gerne mit dazu nehmen und würde mich natürlich freuen, wenn wir als Feedback natürlich von euch eine kurze Info bekommen und natürlich am Ende des Tages eben auch die Klicks entsprechend da sind und ihr die Videos auch annehmt. Also gebt mir dazu auf jeden Fall gerne mal eine Rückmeldung, würde mich unheimlich interessieren. Thomas Rothe 3497 schreibt, leicht heiser der junge Mann. So, der Lukas besucht dich nachts und sucht seinen Shortshifter. Ich habe selber drunter geschrieben, es scheint bald so, ja, der Lukas, der hat ganz wilde Sachen gemacht. Aber ich glaube, der war mehr damit beschäftigt, seine Shifter irgendwie dort in Amerika noch breiter zu tragen. Also das muss man wirklich sagen, das hat der Lukas schon, da war der natürlich top vorbereitet. Aber da siehst du halt eben, wer auch aus dem Vertrieb kommt. Der hat natürlich dort volle Geschütze aufgefahren. Der hat natürlich unseren Mietwagen erstmal komplett mit einem riesengroßen Shift Engineering Aufkleber versehen und natürlich dann ganz viele Tüten mitgehabt, wo Duftbäume drin waren, kleine Werbeflyer von Haarspeed, fand ich mega cool und wir haben tatsächlich, ihr habt es vielleicht auch in dem einen oder anderen Video gesehen, den Leuten auf dem Highway, Freeway, wo auch immer, wirklich durch die Autoscheiben durchgehend das Zeug gegeben und so wie ich das mitbekommen habe, gab es dort doch den einen oder anderen Kontakt, der da wirklich interessant geworden ist im Nachgang und der Lukas, meine kleine Shifter-Mieze. Falls du das Video guckst, Lukas, heute ganz, ganz liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und wir sind uns einig, ich bin immer noch fester Überzeugung, dass deine Shifter wirklich die besten sind. Markus M. 9412 schreibt, E-Fahrzeug ist der letzte Schrott. Aber da stehen wir nicht alleine da. Zu dem Motor, wo du sagtest, der könnte sauberer dastehen. Ich kenne es nicht anders von den Amerikanern. Machen tolle Sachen, aber das Feintuning fehlt denen. Ja, und zwar geht es dort um diesen Messemotor, den die ein Stück weit aufgeschnitten hatten, um dort so ein paar Sachen zu zeigen. Aber da bin ich wahrscheinlich, also interessant, dass du das auch so siehst. Wahrscheinlich aber viele andere auch. Da sind wir wahrscheinlich auch einfach zu deutsch dazu. Ne? Es muss ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Unterschied geben. Dann würde ich es wahrscheinlich lieber nie hinstellen. Bevor ich so hinstelle. Ja, und wahrscheinlich so 5 Minuten Russenchrom drüber gehauen, dann wäre das Ding wahrscheinlich auch erledigt gewesen, hätte besser ausgesehen, aber okay. War trotzdem schön zu sehen, auch das Schnittmodell war cool. Waren interessante Punkte auf jeden Fall auch bei der Messe dabei. Ich hoffe natürlich auch, dass wir diesen Messerundgang für euch mal ein bisschen interessanter gestaltet haben, um euch da einfach so anhand von praktischen Beispielen mit reinzunehmen. Auch da würde ich mich natürlich unheimlich über ein Feedback freuen. Hilft uns auf jeden Fall für die kommenden Videos in den nächsten Monaten, Jahren. Hans Jochen 6257 schreibt, viele Leute interessieren sich ja nicht wirklich für die Motorentechnik. Da werden Ölwechselintervalle überzogen oder da der ein oder andere Motor Motoröl verbraucht, wird der arme Motor dann mit zu wenig Motoröl betrieben und es kommt dann zu Mangelschmierung, Fehlbetankung und so weiter. Fällt auch weg. Für diese Menschen ist das Elektrofahrzeug meiner Meinung nach die richtige Wahl. Ja, gar nicht so unrecht. Ich bin trotzdem, also für diejenigen, die die USA-Videos jetzt nicht geguckt haben, kurz reingeholt. Dort ging es um das Thema Elektromobilität und die Umbausätze. Das haben wir letztes Jahr tatsächlich schon festgestellt. Das ist dort drüben groß im Kommen, dass du freie Umbausätze in jedes Auto reinbauen kannst. Also du kriegst dann quasi so ein Tablet dazu, wie es beim Tesla vorne verbaut ist, für die komplette Elektrosteuerung oder Antriebssteuerung. Ich persönlich muss ehrlich gestehen, ich finde es nicht gut. Vor allen Dingen gerade in so klassischen Fahrzeugen. Ich finde, ein klassisches Fahrzeug ist ein klassisches Fahrzeug. Meine persönliche Meinung, ganz wichtig. Ne? Das ist auch ein bisschen respektlos demjenigen gegenüber, der das Auto irgendwann mal entwickelt hat, der das Auto designt hat, nach damaligen Stand der Technik und für sich gesagt hat, hey, pass mal auf, ich möchte gern, dass das so und so ist. Und ich persönlich finde, da gehört einfach keine Elektromobilität rein. Ich war auf der Messe ein bisschen überfordert, aber ich habe mittlerweile einen recht klaren, wie soll ich sagen, recht klaren Standpunkt zu dem Thema. Und auf den Kommentar bezogen, du hast natürlich recht, dass das wahrscheinlich für den einen oder anderen, und das sehen wir auch tagtäglich, sinnvoll wäre, so ein Elektrofahrzeug zu fahren, damit er sich sag mal, mit seinem Auto nicht mehr auseinandersetzen muss. Aber ich kann euch schon mal eins sagen, ich habe von meinem Papa früher gelernt, ich war tatsächlich auch mal jünger, ne? Dass wenn wir in den Urlaub gefahren sind, dass mein Vater vorher am Auto alles durchgeguckt hat. Da hat er Reifenluftdruck geprüft, da hat er Kühlmittel geprüft, Scheibenwaschwasser aufgefüllt, Öl geprüft. Und das sind so einfache Sachen, das lernt man, das habe selbst ich noch in der Fahrschule gelernt, dass das dazugehört. Aber ich kann euch sagen, wenn ich da ganz viele Leute sehe, wie da manchmal hier die Autos ankommen, nee, die sollten dann wahrscheinlich doch vielleicht doch ja, lieber auf einen Elektroroller umsteigen. Ne? Und
ihr Holzfällerhemd tragen, so Hipster-Style-mäßig, ich weiß es nicht. Also versteht mich nicht falsch, ich will da jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber ja, tatsächlich, du hast nie Unrecht. Für manche Leute wäre es wahrscheinlich wirklich sinnvoller, sich einfach in so einen Elektroschleuder zu setzen und ihre 3-4 Wege in der Stadt irgendwie zu erledigen. Gut, User DP4EHR8N3Stunden schreibt, ich glaube nicht, dass hier in Deutschland jemand einen E30 als Elektro fahren möchte, es sei denn, es ist eine Carrera-Bahn. Dem ist an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Punkt. Da möchte ich mich gar nicht weiter positionieren. Kleine Message nochmal für euch und danach gibt es jetzt noch ein kleines Update zu dem A6 mit dem Getriebeproblem. Also die Neverending Story. Also nehmt euch gern die Zeit, schaut euch gern die USA-Videos nochmal an, weil die sind wirklich gigantisch. Das sind echt schöne Videos und Unterhaltungsfaktor ist zu 100% gegeben und nicht nur für den technikbegeisterten Herrn, sondern tatsächlich auch für die ganze Familie. Und in diesem Sinne würde ich euch verabschieden mit der Info, das neue Getriebe, Audi A6. Neverending Story. Und Marvin, darf ich dich ja ganz kurz stören? Schwierig, ich habe gerade die Nora an. Ah, okay, na dann filme ich dich einfach mit. Ja, und so sieht's aus, wenn das Getriebe draußen ist. Also, neues Getriebe kommt jetzt erstmal rein, dass wir erstmal jetzt den Fahrzeugabschluss schaffen, um den Kunden natürlich jetzt irgendwann so langsam mal wieder ein Stück mobil zu bekommen. Und danach werden wir uns das andere Getriebe angucken und gemeinsam mit dem Gutachter und noch einem Getriebespezialisten zerlegen, um dann zu schauen, was dort los ist. Meine Damen und Herren, ich danke für das Zuschauen dieses Videos. Freut euch auf die Folgevideos, USA-Reise und vor allen Dingen freut euch auf das, was dann noch danach kommt. Da sind noch ein, zwei Sachen im Vorlauf. Und ich würde sagen, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sven.